Herzlich willkommen zurück zu Homesick. Ach ja, es ist irgendwie halb gut wieder hier zu sein. Ja, ich weiß, du bist müde, aber ich habe in den Kommentaren gelesen, oh, beziehungsweise in dem einen Kommentar, dass wir noch etwas aufsammeln müssen, bevor wir durch das Schlafen voranschreiten können in der Geschichte. Also, gehen wir suchen. Das ist es wohl nicht. Wir müssen hier etwas aufsammeln. Oh, das ist es wahrscheinlich. Oh, ist das nicht wunderschön? Haben wir jetzt. Ah, ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt keinen Eimer mehr? Oh, ist das nicht schön? Aber es ist zerrissen. Dann gehen wir jetzt schlafen. Dort schlafen, Herrgott. Ah, jetzt liegt das auch vor uns. Aha. Okay. Das hat wirklich mehr von Horror. Jetzt keiner creepy. Wow. Aber das wäre jetzt schon etwas creepy. Die Axt ist weg. Hey, wir sollen noch mal schlafen gehen? Habe ich jetzt gerade etwa einfach nur verkackt? Weil ich zu lange stehen geblieben bin. Habe ich jetzt ja vorhin verkackt. Aber offensichtlich können wir im Dunkeln. Okay, das folgt uns oder was? Zu lange drin stehen, da passiert was oder? Spiel, ich verstehe nicht, was du von mir möchtest. Mein Zimmer kann ich offensichtlich auch nicht verlassen. Laufen wir hin und her und überlegen. Ich kann ja offensichtlich hier nicht raus. Aber was zum Teufel ist das hier? Ich darf offensichtlich auch nicht zu lange stehen bleiben, weil mich das mehr oder weniger umbringt. Um mich zumindest in die normale Welt zurück. Live zieht. Whatsoever. Bringt's was zu Crouch? Ah, Crouchen kann ich gar nicht hier. Natürlich interessant. Axt kann ich auch nicht weglegen oder so. Alles. So kann ich hier nicht raus. Ich kann offensichtlich dieses Schwarze aber immer zerschlagen. Was ist, wenn ich stehen bleibe und einfach rumschlage? Das reicht trotzdem nicht. Okay, Spiel. Was willst du von mir? Ich habe den Zettel gefunden. Also ein bisschen Fortschritt haben wir diese Folge wenigstens schon. So, dann sind wir hier böse, dunkle Welt. So. Ich kann nur schlagen und mich bewegen.
So far, so good. Ne? Ich kann dieses Zimmer aber nicht verlassen. Ich hätte nämlich sonst gesagt, dass wir den Korridor entlang können. Wo vorher das Licht war und wir deswegen nicht durch konnten. Aber hier ist ja nichts. Kann ich Lichtschalter jetzt aktivieren oder ausmachen? Nee. Warte, wir können ja mal gucken. Left, Backward, ja, Crouch, Left Click, Use, Mouse Wheel, Change Item. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ne, auch das geht nicht. Schwarze Kurze geben. Ja. Vielleicht habe ich aber auch meinen Sinn hier schon erfüllt. Ich muss jetzt in der Real. Das ist eine. Ich glaube, das ist eine Bildhälfte gewesen. Not entirely sure. Ja, okay. Da gehen wir nochmal zurück. Vielleicht haben wir ja was übersehen. Ah. Oder aber. Es gibt jetzt hier was Neues. Das ist die Bildhälfte, von der ich dachte, dass es eine wäre. Hier bewegen wir uns deutlich langsamer. Kann es sein, dass ich das Licht hier anschalten muss, quasi? Ist oben an? Dass das Licht hier an sein muss, damit ich mich hier durchbewegen kann? Versuchen wir das mal. I'm not entirely sure about that. Aber man kann es ja einfach mal ausprobieren. Ah. Puzzle solved, my friends. Jetzt können wir hier durch. Oh, mein Handy ist noch an. Okay. Wir hören jetzt quasi, was hier sonst so abgeht. Okay, durch Türen kann ich natürlich nicht. Gibt es hier irgendwo ein Bett, auf das ich mich legen kann? Interessant. Kann ich jetzt? Lol. Ich habe die Tür durchgehauen. Und deswegen können wir jetzt das Sonnenlicht umgehen. Wow. Das ist cool. Es war jetzt mehr so, ich kann nirgendwo anders hin und ich will nicht ins Dunkel laufen, also hau ich auf die Tür, aber es hat funktioniert. Das sieht hier echt heruntergekommen aus. What the fuck, was kann denn bitte sowas verursachen? Das sieht so aus, als würden die ganzen einzelnen Tapetenstreifen abgeschnitten und versucht dann, also mit so einem Messer durchtrennt werden in der Mitte. Und dann hätte jemand versucht, sie mit den Händen abzureißen. Das da wiederum nicht. Das sieht einfach so aus, als hätte jemand sie so einfach willkürlich versucht auseinanderzuzerren. Das hier sieht dann doch schon. Das da sieht am ehesten nach einem Muster aus. Faszinierend. Kissen. Achso, lol, ich kann hier schlafen. Okay, wir können aber nur in die andere Welt wechseln. Ah, okay. Ich muss hier wieder schlafen, aber erst muss ich die Blumen gießen. Und dann geht's weiter. Das finde ich ja more than interesting, though. Müssen wir auch vorher noch die zweite Hälfte unseres Bildes finden?
Okay, abgeschlossen. Ach, Crouch. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Ja, lasst uns erstmal hier durchgucken. Wir interessieren uns nicht für Kollisionseffekte. Ah, okay. Ach, komm, geh wieder zu. Oh, Fotos. Was stellt das da? Ein Schiffswrack, glaube ich. Kann man da durchblättern oder so? Nee. Da ist noch ein funktionierendes Schiff im Hintergrund und so ein Typ rechts vorne. Ah, komm, geh wieder zu. Na, unten bleiben. Da sind echt noch mehr Fotos. Oh. Das sieht nach einem Unfall aus. Ein Schiff, das gegen so eine Brücke, die sich drehen kann, um Schiffen die Zufahrt zu ermöglichen oder nicht. Als ob da ein Schiff, das halt in der Mitte, das Schiff ist da wohl sehr brachial gegengeballert, so wie es aussieht. Da kann ich aber auch nicht das nächste oder so nehmen. Nee. Ja, schöne Fotos, wenn auch von Unfällen und so meistens eher weniger erfreulich sind. So, wir haben hier ganz viel Stuff. Ja. Oh, da oben ist eine Zahlenkombination. Wo soll ich die denn bitte kennen? So. Uninteressant. Oh. 0, 0. Hashtag, Hashtag. Okay, wir wissen, dass die Zahlenkombination irgendwas mit 0, 0 ist. Oder wie? Na, ach komm schon. Wo mache ich das denn? Da. 0, 0. Versuchen wir es mal mit 0, 0, 11, weil das Fach ja auch 0, 0, 11 ist. Oh. That was far too obvious, my friends. Das war wirklich ein bisschen einfach. Da fällt mir gerade was ein. Moment. Erstmal hier. Strommasten sind. Nee, das sind, glaube ich, gar keine Strommasten. Das sind Ölbohrtürme, oder? Faszinierend. Und das sieht nach Explosionen aus. Und aus einem Rohr kommt eine schwarze Flüssigkeit. Vermutlich Öl. Öl freigesprengt oder so. Don't know. So, jetzt heißt das natürlich auch, dass man hier drüben das Ding auch hätte aufschließen können. Und ich meine mich erinnern zu können, dass auf einem der Fotos Zahlen waren. Oben rechts in der Ecke. What the shit? Das ist falsch rum. Aber da waren auch keine Zahlen. Da war es hier hinten. Da oben. 0, 0. C? Ja, okay, das könnten auch Koordinaten oder ähnliches sein. Versuchen wir es nochmal mit dem 0-0-Kram. Komm. Ja, 5. 0. 1, 2, 3. Oh. Es hat funktioniert. Sehr schön. Oha. Das sieht nach Überschwemmung aus. Wage ich mal ganz stark zu behaupten. Crazy, crazy, ja. Boah, wenn man sich das mal so genau anguckt, rechts, die hier im Vordergrund, die Eisenbahnschienen sind es, glaube ich. Wenn man so ein bisschen weiter Richtung hinten guckt, sieht man, dass die eigentlich relativ stark erhöht ist. Das heißt ja eigentlich schon, dass die Gebäude hier vorne wahrscheinlich sogar noch ein Stockwerk mehr haben, als zu sehen ist oder so. Wow. Bisschen creepy. Okay, das ist alles eins. Zählt ja auch alles als eins? Ja. Wow. Das ist mal eine Hammerüberschwemmung. Die Strommasten sind auch fast komplett über Wasser, unter Wasser. Das ist alles eins, ne? Ja. Was könnt ihr hier vorne? Nochmal Überschwemmung. Ja, Überschwemmungen sind keine tolle Sache. Ah, frech. Hier steht keine Zahl dran. Ah, okay, aber dadurch, dass wir wissen, wie die geordnet sind in zweier Schritten,
Das heißt, das dürfte die 19 sein. Also wie gesagt, Überschwemmungen sind echt nicht cool. Es ist teilweise echt schon katastrophal, was da mal passiert. Oh nein, 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 ich habe an der 1 vorbeigedreht. Weil ich meine, wir hier in Deutschland oder so kennen ja jetzt meistens nur so Keller mal überschwemmt oder sonst irgendwas. Aber es gibt ja ein paar Länder, bei denen sind Überschwemmungen nichts wirklich Neues. Ha. Boah, schon wieder ein Bohrturm mit Rauch. Hat jemand das Öl in Brand gesetzt? Zwei verschiedene Formen von Erde, oder was? Oh, Geröll. Das rechts ist Erde. Das beim linken wäre ich mir aber nicht so sicher, ob das nicht vielleicht unten Sand ist. Was sind das hier eigentlich für Bilder? Was für eine Stimmung bringt ihr mich denn? Pfui, pfui, pfui. Ölraffinerie? Maybe. I'm not entirely sure. Oh, ein leeres Fach. Was mich mal interessieren würde, gibt es tatsächlich einen Sinn hinter dieser Schrift und kann man das entziffern? Das würde mich mal interessieren. Oder ob das einfach mehr so halbwegs drauf los ist. Meine Entwickler so nach dem Motto, du darfst bloß kein einziges Wort verstehen. Hier ist wieder der böse Weg, bei dem wir nicht im Hellen durchkommen. Alter. Kann man jedes Mal halt auch Krebs. Pfui, pfui, pfui. So, dann geht's wohl hier weiter. Diese Tür hat wunderschön geknarzt, ey. Was denn hier alles? Steht ja nicht das gleiche wie gerade. Oh, das scheint eine Rechnung zu sein, weil die Preise kann man sehen. 8.925, 17.850, 12.750, 36.000, 146.000. Das sind mal Summen. Ich frage mich, ob das so ein Easter Egg ist, was von dem Entwicklerstudio Lucky Paws hier reingepackt wurde und irgendwelche vielleicht wirklich so eine grobe Rechnung ist von dem, was sie für dieses zur Entwicklung ausgegeben haben. Was natürlich schon gar nicht mal so wenig ist. Ich habe auch erst letztens wieder gelesen, was da teilweise... Man wundert sich ja immer, dann hört man immer so, das und das Spiel hat so und so viel in der Entwicklung gekostet. Man denkt sich immer so, what the fuck, Leute? Was kann denn da so ewig teuer sein? Und wenn man sich dann die genaue Ausgabenausteilung anguckt, dann sind 50% davon meistens Marketing, wenn nicht sogar mehr. Bei irgendeinem COD-Teil war es, glaube ich, so, dass ungefähr 70% aller Ausgaben, also des Gesamtausgabenbudgets, nur in Marketing und sowas umging. Und nicht in die... Ja. Super. Und nicht in die Entwicklung. Ach so, jetzt kann ich an die Tür. Das ist natürlich geil. Ist natürlich schon mehr als verwunderlich, wenn man dann hört. Ja, so Ewigkeiten. Oh. Kann ich damit ferne Sachen erreichen? Wie man einfach so viel nur in Marketing stecken kann. Aber die Spiele brauchen halt diese extremen. Ich kann hier Wasser sammeln. Wir unsere Wasserressource gefunden. Ah, okay, I see it coming, dass wir hier in der dunklen Welt nicht hier durchlaufen können, weil wir hier das Licht nicht anschalten können. Hier geht's auf den Hof. Okay, hier kommen wir aber nicht durch. Und wie gesagt, heute gibt es so viele Spiele, gerade so Indie-Entwickler haben es dann schwer und dann wendet man sich halt an solche Leute wie bei Steam oder Square Enix hat das jetzt auch relativ viel, dass die Leute kleinere Entwicklerstudios unterstützen.
EA macht es ein bisschen anders. Die kaufen die ganz kleinen am besten gleich. So, ich brauche meinen Eimer. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wow. Ah, okay, ich verstehe. Wir warten da natürlich jetzt nicht drauf, sondern machen hier kaputt. Oh, oder wir machen... Lol. Das soll... Die Tapete biegt sich, weil da so viel Wasser drüber ist. Und wir haben jetzt einfach gegengedrückt damit... Oh, lol. Also so weit wäre ich nicht. Ich hätte den Eimer da jetzt eiskalt ein paar Stunden stehen lassen, bis ich gesehen habe, dass man da oben gegendrücken kann. Ja, okay, hier geht's auch nicht durch. Ich weiß nicht, gibt's hier in dem Gang Raum? Nee. Das heißt, es bringt uns ja eigentlich fast gar nichts hier bei Nacht. So, hier können wir das Licht anschalten, weil sonst kommen wir hier bei Tagnische durch, bei Nachtnische. Ja, was ist das? Nachts ist das ja auch nicht. Wie könnte man das nennen? Hier ist nämlich kein Licht, deswegen können wir hier nicht durch. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Na, Eimerchen. Wir wollen doch Blümchen gießen. Sie blühen so wunderschön. Ach ja. Finden wir auch noch ein zweites Bildchen? Oder die andere Bildhälfte? Wenn ich mich jetzt hier hinlege, zählt das als Bett zum Schlafen? Ich leg mich jetzt einmal hin kurz zum Speichern. Ich hoffe. Nochmal. Nur nicht ganz so lange. So. Na, nicht einschlafen. So, an dieser Stelle mache ich dann ist dann auch schon die Folge zu Ende, weil ich die wahrscheinlich etwas kürzer machen werde. Alien Isolation hat, glaube ich, etwas mehr Umfang als dieser Titel. Und da will ich nicht in 5 Folgen schon durch sein. Ich danke an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Donnerstag, traumhaften Freitag. Am Samstag die nächste Folge, 19 Uhr, wie immer auf meinem Kanal. Bis dahin, haut rein.